Es folgt ein kurzer Exkurs zu Programmiersprachen. JavaScript gehört zu den Skriptsprachen, die sind hier rot eingezeichnet. Ich werde wiederholen, was Skriptsprachen besonders auszeichnet und was sie von anderen Sprachen unterscheidet. Hierfür starten wir nochmal mit der Wiederholung von den verschiedenen Ebenen von Spracheigenschaften. Ein Satz einer Sprache ist eine Folge von Zeichen eines gegebenen Alphabets. Zum Beispiel ist ein PHP-Programm. Hier sehen Sie das. Ein Satz der Sprache PHP. Die Struktur des Satzes wird auf zwei Ebenen notiert. Die Notation von Symbolen und die syntaktische Struktur. Die Bedeutung, also die Semantik eines Satzes, wird auf zwei weiteren Ebenen definiert. Es gibt die statische Semantik, die beinhaltet die Eigenschaften, die vor der Programmausführung bestimmbar sind, und es gibt die dynamische Semantik, die umfasst die Eigenschaften, die erst während der Programmausführung bestimmbar sind. Ich gehe im Folgenden durch diese vier Ebenen durch. Ebene 1. Notation von Symbolen. Ein Symbol wird aus einer Folge von Zeichen des Alphabets gebildet. Die Regeln zur Notation von Symbolen werden durch reguläre Ausdrücke definiert. Wichtige Symbolklassen in Programmiersprachen sind Bezeichner, Literale, Wortsymbole, aber es gibt auch Spezialzeichen. Sehen Sie in der Tabelle Beispiele für die Programmiersprache PHP. Syntaktische Struktur. Hier wird ein Satz einer Sprache in seine Sprachkonstrukte gegliedert. Sie sind meist ineinander geschachtelt. Die Auflösung eines Satzes gibt einen Strukturbaum, wobei die Symbole durch Blätter repräsentiert sind. Die Syntax einer Sprache wird durch eine kontextfreie Grammatik definiert. Die Symbole sind die Terminalsymbole der Grammatik. Ebene 3. Zu der statischen Semantik gehört unter anderem die Bindung von Namen oder die Regeln, die einer Anwendung eines Namens seine Definition zuordnen. Beispielsweise muss zu jedem Funktionsnamen eine Funktionsdefinition mit entsprechend gleichen Namen vorhanden sein. Insbesondere gibt es auch Typregeln. Sprachkonstrukte wie Ausdrücke und Variablen liefern bei ihrer Auswertung einen Wert eines bestimmten Typs. Dieser Typ muss im Kontext zulässig sein und kann die Bedeutung von Operationen näher bestimmen. Wenn man zum Beispiel sich den Mal-Operator anguckt, dann müssen die Operanden Zahlenwerte sein. Ebene 4, dynamische Semantik. Hierzu gehören Regeln zur Analyse von Voraussetzungen, die für eine korrekte Ausführung eines Sprachkonstrukts erfüllt sein müssen. Beispiel: Der numerische Index einer Array-Indizierung darf nicht kleiner als 0 sein. Weiterhin gehören hierzu Regeln zur Umsetzung bestimmter Sprachkonstrukte, zum Beispiel die Auswertung einer Zuweisung der Form Variable gleich Ausdruck. Die Speicherstelle der Variablen auf der linken Seite wird bestimmt, der Ausdruck auf der rechten Seite wird ausgewertet. Das Ergebnis setzt dann den Wert an der Stelle der Variablen. Das hier ist also genau die Semantik der Zuweisung. Eine ähnliche Beschreibung dieser Semantik finden Sie hier bei Self-HTML. Zusammengefasst. Auf jeder der vier Ebenen gibt es also Regeln, die korrekte Sätze erfüllen müssen. In den Sprachen PHP und JavaScript gehören die Bindungsregeln zur statischen Semantik. Die Typregeln in dieser Sprache gehören zur dynamischen Semantik, da sie erst bei der Ausführung des Programms anwendbar sind. Wir unterscheiden nun weiter die Übersetzung von Sprachen und die Interpretation von Sprachen.
Ein Übersetzer transformiert jeden korrekten Satz, also jedes Programm der Quellsprache, in einen gleichbedeutenden Satz, auch wiederum ein Programm der Zielsprache. Die Reihenfolge sehen Sie rechts in dem Abfolgediagramm skizziert. Es geht von der lexikalischen Analyse über die syntaktische Analyse zur semantischen Analyse hin zur Optimierung und Codeerzeugung. Dazwischen entstehen bestimmte Datenstrukturen. Eine Symbolfolge nach der lexikalischen Analyse, ein Strukturbaum nach der syntaktischen Analyse, ein attributierter Strukturbaum nach der semantischen Analyse und schließlich der Satz in der Zielsprache. Viele Programmiersprachen zur Softwareentwicklung werden übersetzt. Beispiele sind C++, Java oder ADA. Die Zielsprache ist dabei meist eine Maschinensprache eines realen Prozessors. Übersetzte Sprachen haben eine stark ausgeprägte statische Semantik. Der Übersetzer prüft die Regeln der statischen Semantik. Viele Fehler lassen sich deshalb schon vor der Ausführung finden. Ein Interpretierer liest ein Programm einer Sprache und führt es aus. Für Sprachen, die strikt interpretiert sind, gilt, dass sie meist eine einfache Struktur und keine bzw. kaum statische Semantik haben. Das heißt, Bindungs- und Typregeln werden erst bei der Ausführung geprüft. Nicht ausgeführte Programmteile bleiben ungeprüft, immer ungeprüft. Beispiele sind Prolog und interpretiertes Lisp. Beachten Sie, dass moderne Interpretierer vor der Ausführung eine interne Repräsentation eines Satzes erzeugen und dann können auch Struktur und Regeln der statischen Semantik vor der Ausführung geprüft werden. Die modernen Skriptsprachen JavaScript und moderne Versionen von PHP und Perl gehören dazu. Hier noch ein paar interessante Anmerkungen in diesem Zusammenhang. Es gibt natürlich auch Übersetzer für Sprachen, die keine einschlägigen Programmiersprachen sind. Zum Beispiel, wenn Sie eine Übersetzung eines LaTeX-Dokumentes nach PDF machen. Interpretierer können auf jedem Rechner verfügbar gemacht werden und lassen sich sehr einfach in andere Software, wie zum Beispiel einen Webbrowser, integrieren. Ein Interpretierer schafft die Möglichkeit einer weiteren Kapselung der Programmausführung gegenüber dem Betriebssystem. Die Interpretation kann deutlich zeitaufwendiger sein. Hier sind 1 bis 2 Größenordnungen genannt als die Ausführung von übersetztem Maschinencode. Und das liegt insbesondere daran, dass die Regeln für Typ und Bindung erst bei der Ausführung geprüft werden. Aus Programmierersicht, insbesondere beim Prototyping oder evolutionärem Programmieren, ist das natürlich sehr angenehm, dass Bindungs- und Typregeln dynamisch zur Anwendung kommen.